Hallo meine Lieben, heute wieder ein DNA-Ergebnis von einer Zuschauerin. Ich freue mich immer sehr, wenn Abonnenten oder Zuschauer sich bei mir melden und ihre DNA-Ergebnisse mir zuschicken, damit ich sie präsentieren kann. Vom Kanal findet ihr auch meine E-Mail-Adresse und da könnt ihr dann eure Ergebnisse mir zuschicken und ich versuche das so gut wie möglich zu präsentieren. Hier jetzt eine griechische Frau von den Evia-Inseln, ist zentral Griechenland bzw. dies ist die Ostseite von Griechenland und schauen wir mal einfach, was MyHeritage uns alles erzählen wird. Auf geht's! Wir erwarten natürlich einen ganz großen Bingo! 67,6% Griechisch und Süditalienisch, 8,5% Italienisch, 4. Sie hat jetzt einen kleinen Westasienanteil mit 7,8%, 5,6% Osteuropa und zusätzlich einen Orientanteil, einen baltischen Anteil und einen afrikanischen jüdischen Anteil. Aber das ist in sehr kleinem Maße. Interessant ist tatsächlich ein sehr hoher griechischer, süditalienischer Wert und ein, ja, der italienische Wert, wenn man den zusammennimmt, Wahnsinn. Ein riesengroßer Anteil. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Gedmatch-Ergebnisse an, weil das ist ja das Interessante jetzt an der ganzen Geschichte. Jetzt schauen wir uns mal die Werte genauer an. Also das ist die Griechin von den Evia Islands, also Inseln. Was auffällig bei ihr ist, sie hat wirklich einen sehr reduzierten Gedrosia-Wert mit 2,86, eigentlich sehr nah an diesem Durchschnittsgriechen. Bedeutet, hier sind die persischen oder diese aus dem persischen Raum, die Gene sehr reduziert. Northwest African passt zu den übrigen Probanden, aber ist trotzdem leicht erhöhter wie der Durchschnittsgrieche. Vielleicht liegt daher, also der Einfluss von Nordafrika ist hier anscheinend gegeben. Southeast Asian, da hat sie mit 0 gar keinen Wert hinterlegt. Und jetzt kommen wir mal auf diesen Atlantik-Mediterranean-Bereich und auf North Europe. Da muss ich sagen, da ist sie hier in dem Bereich, ist sie sehr nah an dem Durchschnittsgriechen. Und hier auch bei dem Atlantik-Mediterranean-Wert ist sie auch, sagen wir mal, nahe dran. Hat sie eigentlich eine größere Abweichung? Nein, sie hat aber halt dann noch East Asian, was eigentlich eben bei Griechen nicht so üblich ist, hat sie 1,37. Der Durchschnittsgrieche hat ja fast gar nichts. Also bei diesen ganzen Probanden ist tatsächlich ein bisschen Ostasien mit dabei. Aber auch der Kaukasuswert ist fast genau der Durchschnittswert. Also die Werte habt ihr jetzt gesehen. Sie ist wirklich, als erstes kommt auch Grieche mit einer Distanz von 4,9, eine sehr nahe Distanz. Danach kommt Afrikaner, was ich eigentlich immer nicht verstehe, aber weiß nicht, wieso das dann auch kommt. Dann Sizilianer, Süditaliener, Central Italy. Also tatsächlich schon sehr südeuropäisch, doch hauptsächlich Griechen. Und weiter unten der Mix. Ja, hier ist es dann interessant, 90% griechisch und dann sind hier ja semitische Völker. Außer hier, da geht es aber darum, dass es eben Afrikaner und dann Bulgare ist. Das ist jetzt die Dodecart K12 Auswertung. Man kann aber sagen, 90% Griechen. Und jetzt, also in Eurogames ist es Hammer. Distanz 2,53, also fast schon die Idealgriechen. Central Greek, dann kommt Ostsizilien, South Italien. Wahnsinn. Also die ist wirklich, würde ich jetzt mal sagen,
90% Griechin. Und hier unten sagt er dann 65% Greek Thessaly und 35% Zypriote. Oder schaut mal den Wert an, 95,6% Central Greek und 4,4% jemitischer Jude. Aber eindeutig, also wirklich, das ist schon ein Wert, den man fast als Benchmark nehmen kann. Also das ist jetzt, schaut euch die Werte an bei Eurogames K13. Das ist jetzt von einer aktuellen Griechin, von den Evia Islands, die genetische Auswertung. Wirklich, ich würde sagen, über 90% Griechin. Passt wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.